Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einem, zu der nächsten Folge Let's Show Farm Together. Das habe ich ja schon im Stream ein paar Mal angekündigt. Folgendes. Beim letzten Mal haben wir ja schon so ein bisschen was angeguckt. Jetzt habe ich alle Felder freigeschaltet für die Leute, die mich im Stream nicht verfolgen. Hat sich auch einiges geändert, deswegen machen wir den ganzen Shit nochmal von vorne. Ich habe hier eine Ölpumpe gebaut. Die Ölpumpe besagt dafür, dass wir das hier, dass wir mehr Kraftstoff bekommen. Tankstelle und die Zapfsäulen. Hier das, na wie heißt das, Marktviertel habe ich so ein bisschen aufgeteilt. Habe natürlich von jedem Markt eingebaut, also fast sozusagen. Wie man sieht, ist meine Farm auch Level 122. Das am Anfang hier, was wir am Anfang gebaut hatten, ja, ist soweit auch geblieben. Auch die, hier auch diese kleinen Felderlein sind geblieben. Einfach, weil wir im Stream gesagt haben, okay, das hat irgendwie so Anfängercharakter. Das hat so ein bisschen Persönlichkeit, ein bisschen Charme. Die habe ich mit Sprinklern versehen. Die Sprinkler in diesem Spiel beinhalten Folgendes. Und zwar reduzieren sie von Feldfrüchten die Cooldown-Geschwindigkeit. Also die brauchen dann zum Beispiel keine 12 Stunden. Weizen zum Beispiel braucht normalerweise einen Tag. Das sind 24 Stunden. Und mit dem Sprinkler braucht er nur 12 Stunden. Jo. Die Sprinkler muss ich auch nochmal gucken, ob ich die auf die Blumen setze. Bis jetzt geht das, was, geht das eigentlich noch. Bei den Blumen haben die Sprinkler folgende Wirkung. Und zwar, die haben nicht... Linkbums, wie heißt's? Die haben nicht die... reduzieren nicht die Blütezeit, aber dafür steigern sie HP, EXP, also Erfahrung und das, den Loot, den man kriegt, entweder Gold oder Dingsbums. Also von daher hat, macht es auch Sinn, die Blumenfelder mit Sprinklern zu versehen. Aber die Sprinkler kosten jeweils eine, hier einen von diesen Orden und die kriegt man relativ schwierig. So, hier habe ich was. Das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Das ist so ein kleines Rondell, wo man sich so ein bisschen hinsetzen kann. Ja, ist ja gut, Justin. Hm? Also, ich habe den Justin ja total lieb. Ja, ist ja kein Thema. Aber manchmal nervt er auch ein bisschen. Hier auch noch ein bisschen Blumenmumen. Die anderen Blumen, die im vorherigen Let's Show zu sehen waren, waren Lückenfüller. Deswegen habe ich die erstmal alle entfernt. Und ja. Ansonsten, die Insel ist natürlich geblieben. Die hätte man natürlich vielleicht auch noch umbauen können. Aber ich finde... Oh. Was soll ich sagen? Ich finde hier die Insel passt eigentlich. So ein kleiner Rückzugsort. Ansonsten haben wir natürlich hier viele Sachen. Kühe, Pferde, Hühner. Also hier diese Kleingehege. Die habe ich noch relativ eng gehalten, was das angeht. Wollte ich aber jetzt auch nicht abbauen oder umbauen. Die neuen Gehege, die angebaut werden, die im ersten Let's Show noch nicht gezeigt wurden, die sind wesentlich besser angelegt und auch wesentlich mit mehr Style und allem drum und dran. Das waren halt so die bescheidenen Anfänge hier, wo ich noch relativ wenig Platz hatte. 4 Albino-Esel, aber fast von jedem Esel oder beziehungsweise fast von jedem Tier, was hier vorne gibt, gibt es noch ein größeres. Beziehungsweise nicht unbedingt größer, aber dafür ein etwas besseres Gehege. Aber das sehen wir gleich. So. Die Gehege hier haben wir ja schon gesehen. Die Blumen seht ihr ja auch. Die sind ja, Style-Elemente. Also Stilelemente. Damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Ansonsten, jo, währenddessen, während ich euch das alles zeige, kann ich auch gleich mal die Tiere füttern. Das gehört sich so, finde ich. Und vor allem kann ich auch abluten. Hier natürlich ist auch geblieben Justins Lieblingshammerhaie. Die Hammerhaie sind voller Hammerhaie. Da schwingst du aber echt. Im Hammer findest du die Hammer, die Hammerhaie. Hat er nicht gesagt, doch. Ja, schlechter Wortwitz. 5 Mark in die schlechte Wortwitzkasse. Die Jersey-Kühe fressen ganz schön viel, hm? Berthas. So, was sagen die meisten Blubs? Denen geht's gut. Ja, wie man sieht, hier ist natürlich noch vieles, vieles umgebaut, einfach weil ich es erstmal freischalten wollte, bevor ich mir Gedanken darüber mache. Aber das Freischalten, ja,
Ist natürlich auch eine fette Arbeit. Hier die kleinen pinken Conchis mit den dicken Arschbacken. Lecker, lecker. Und morgen erstmal ein paar Baconstreifen zum Frühstück gehabt. Oh, ich liebe Bacon. So, wir können gleich nochmal in die Häuser gehen, aber das Baumhaus hat sich jetzt eigentlich gar nicht verändert, weil es ist eingerichtet, was soll man da großartig verändern? So, die Justin-Esels. Ah ne, die Alpakas, das war ja, Justin ist ja unser Alpaka-Werte. Ich weiß nicht, bei der Schmalzlocke, ich weiß nicht, also bei der Schmalzlocke muss ich immer an den Namen Justin denken. Grüße gehen raus. So. Das Viertel haben wir hier, das kleine Viertel hier vorne haben wir. Ja. Ansonsten sammle ich den ganzen Shit mal ein. Ich mache natürlich mit der Hausarbeit weiter, dass ich diese orangen Kristalle bekomme, orangenen Dinger bekomme. Und natürlich geben die auch Orden. Manche Sachen, nicht alle. Das ist super. Ich habe noch nicht alles gebaut. Ich habe mir auch ein paar DLCs gekauft im Vergleich zum letzten Let's Show. Für die Leute, die meine Streams verfolgen, für die ist das gar nichts Neues, weil ich ja meistens alles wirklich im Stream aufbaue. Aber da ich die Streams nach einer Weile auch lösche und nicht oben lasse, ist es vielleicht mal ganz schön, das wirklich als festes Let's Play-Projekt zu haben. So, jetzt bin ich die ganze Zeit wieder am Rumeiern. Sekunde, dann muss ich die Kamera noch mal ein bisschen weiter nach unten machen, dann sieht man mich auch besser. Super. Ich hoffe, das Layout ist auch soweit in Ordnung. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal auch schon hatte. Hier dieser Geschenkeladen beinhaltet, dass ich 250.000, also eine Viertelmillion bezahle und dafür einen Orden und ein bisschen EXP bekomme. Das ist im Vergleich, wenn man genug Geld hat, eigentlich machbar und passend. Och Mann. So, ja, das war jetzt okay. Wir waren jetzt im Haus, wir haben uns das hier angeguckt. Also hier ist ja wirklich nicht viel passiert. Ja, jetzt können sie Milch geben. Mensch, diese Kühe hier. Sind ja fast eigensinnig wie Schafe. So, wir haben ja dann am Stream angefangen, hier so Milchfarmen zu bauen. Hier noch ein paar Kölwitzerinos. Diese Gubbel-Gubbel-Gubbels, wie der Obelix sie getauft hat. Die Hubbel-Gubbel. Ich weiß nicht warum, aber die habe ich irgendwie Hino getauft. So, ansonsten. Ja, hier haben wir Holländer-Kaninchen und Mini-Rex-Kaninchen. Ein paar Bluppis gemischt. Genauso wie dieses Hühnerfeld hier. Da sind auch drei verschiedene Hühner drin, also das Jersey Giant Huhn, das Plymouth Rock Huhn und das normale Leghorn Huhn. Da wollten wir mal ein bisschen Mix reingeben. Ist allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen anstrengend. Auf der einen Seite hast du es stilvoll, weil du schöne Tiere mischst und du dementsprechend ein bisschen Variation hast. Aber die haben alle unterschiedliche Abklingzeiten. Das bedeutet, es ist mit dem Farmen relativ schwierig. Also mit dem Abernten. Da musst du halt immer warten. Also zum Beispiel das Leghornhuhn kann ich 2 oder 3 Mal abernten, bevor die anderen halt da sind. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen doof, weil ich dann immer mit dem Trecker hin und her fahren muss. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Gehege geschaltet. Die sind noch nicht so stark. Das waren die ersten bescheidenen Anfänge, das ein bisschen stylisch zu machen. Hier Ziegen und nochmal ein paar Sahnenziegen. Nein, nicht Samenziegen, sondern Sahnenziegen. Und hier bei den Pferden, bei diesen, hinten bei diesen Arabern, habe ich dann zum ersten Mal angefangen, auch ein bisschen Stylo-Milo walten zu lassen. Die haben es eigentlich recht schick hier. Sind aber auch schöne Pferde. Also schön, weiß mir, ich glaube, hier in Deutschland nennt man die Schimmel. Oder früher hat man die Schimmel genannt. Ich wollte ja schon Wallach sagen, aber Wallach ist ein kastrierter Hengst. Namens Tier. Das letzte, was wir uns zugelegt haben, sind diese Rentiere. Da habe ich auch bei dem... Gibt's das noch? Nee. Bei dem Event-Quest habe ich natürlich auch alles freigeschaltet. Ich versuche jetzt, diese Gehege so ein bisschen tiergerecht zu halten. Deswegen seht ihr hier bei den Rentieren zum Beispiel auch viel... viel Grünzeug, viel Bäume und so ein Kram und nicht unbedingt hier so ein Zaun. Weil ich finde, das sieht einfach besser aus und ich glaube, da fühlen die sich auch wohl. Und da es Rentiere sind, haben sie einen Schneemann bekommen. Und natürlich, weil es Rentiere sind,
braucht auch der, wie heißt es, Weihnachtsmann. Diese Dinger. Ja, man konnte hier diese Rentiere freischalten mit einem blauen und einem goldenen Rudolf und so einen Weihnachtsbogen, und das ist so die Rennstrecke vom Weihnachtsmann sozusagen. Das bedeutet, immer wenn ihr wenn ihr vom Weihnachtsmann Geschenk bekommt, kommt er zu mir, leiht sich ein paar Rentiere aus, weil ich die für ihn halt halte, kriegt dafür, egal wie ich mich benehme, ein Geschenk von ihm, und er darf dann, und als kleine Extraleistung, weil er mir dann zwei Geschenke gibt, darf er dann seinen Schlitten hier parken, und dann kommt er mal an und sagt, yo Sashi, mein liebenswerter Farmer und Tierepfleger, komm vorbei, es ist bald Weihnachten, ich muss Geschenke verteilen. Ich so, yo, ich mach alles zurecht, passt schon. Vor allem fühlen sich die Rentiere hier bei den ganzen Tieren auch wohl. Es ist mehr Streichelzoo als Farm. So, dann haben wir hier eine gemischte Farm mit Strauß und Emus. Die habe ich aber, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt, meine ich. Ja, ich wollte einfach mal was Gemixtes haben. Ist immer ganz cool. Vor allem, wenn ich die halt abernten kann. Boah, so ein Straußenei ist schon geil, ne? Also, ich würde gerne mal probieren, wie das schmeckt. Ob das genauso schmeckt wie ein Hühnchenei, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall riesig. So, hier vorne habe ich noch einen Futtermixer gebaut. Immer wenn ich den auflevel, dann geben die Tiere so einen gewissen Grad an etwas mehr Loot. Also ein bisschen mehr Ertrag, nicht Loot. Der Loot bleibt gleich. Aber an EXP und an Geld. Das bedeutet, wenn man das halt aufleveln kann, dann kann man das recht gut, dann kann man seinen Ertrag von den Tieren halt gut steigern. Was für ein Intervall genau, habe ich noch nicht berechnet. Beziehungsweise müsste ich entweder mal testen, oder es gibt da schon irgendwo einen Algorithmus, der mir das, oder beziehungsweise eine Tabelle, die mir das vorgibt. Es muss ja irgendwie zu einem gewissen, zu einer gewissen Variation stehen. Sprich, der Ertrag von den Tieren ist halt immer das, was sie halt an Stoff geben. Und dann natürlich auch an Kohle oder Dingsbums oder sonst was. Da weiß ich nicht so ganz, wie das, in welcher Relation das steht zu Level und Futtermixer und allem drum und dran. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, pro Level gibt es so und so viel Prozent mehr hier mehr Kohle und der Futtermixer macht daraus nochmal plus 1% oder so. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Soweit sind meine Berechnungen, was diesbezüglich ist, nicht. Das Einzige, was ich schon selbst errechnet habe, ist der, Bonusindex. Der Bonusindex ist ungefähr so, wenn du auf anderen Farmen aushilfst, dann kriegst du einen Bonus hier oben. Der erscheint dann oben an deinem Profilbild. Und hier ist noch eine gemixte Kuhfarm mit drei verschiedenen Kühen oder vier sogar. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Eschekuh, wir haben eine Belted-Kuh, wir haben eine Holstein-Kuh und wir haben eine Jersey-Kuh. Okay, hier haben wir einfach viel gemischt. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Der Index von dem Bonus, wenn du hier Leuten halt hilfst, hier unsere Kuhfarm, ist ein bisschen schöner geworden, auch ein bisschen größer, finde ich. Passt. Wir haben an jeder Ecke so einen Wassertrog, weil sie auch mehrere sind. Haben Heu, haben Futter, denen geht's gut. Die Hühner brauchen ja an sich nicht viel und die haben auch gut Auslauf, von daher auch. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, der Bonusindex gibt dir 100% Loot. Das bedeutet, du kriegst ja, wenn du was aberntest, kriegst du ja einmal Loot und dann einmal EXP und einmal Gold. Oder halt je nachdem, Ertrag halt, Gold oder Diamanten. Und hier sind unsere kleinen Fische. Also hier noch ein paar Fischteiche, wollte ich unbedingt noch haben. Das war, als das alles noch nicht freigeschaltet wurde, deswegen sieht es ein bisschen weird aus. Aber ich finde, das gibt der Farm Charakter. auf jeden Fall, der Bonus, während du den Bonus hast, kriegst du 100% EXP. Habe ich mir gestern von zwei Profi-Damen sagen lassen. Die habe ich auch auf einer anderen Farm kennengelernt. Dann kriegst du natürlich das Doppelte an Loot. Ja, nicht nur ein Ei, sondern zwei. Und du kriegst etwas mehr an Geld. Das Gold oder der Ertrag, also Gold oder Diamanten, je nachdem, was die an Ertrag geben, also an wirtschaftlichen Ertrag, der ist ungefähr 40% oder ein Drittel ist ja ungefähr 3,33333 Periode Prozent. Ich glaube aber, es sind wirklich 40%, die du mehr kriegst. Das sind keine 50%,
Es ist ungefähr ein Viertel. Du kannst es ja so ausrechnen, das weiß ich vom pinken Pfeffer, den ich angebaut habe. Hier so eine kleine Entenfarm über den Fluss, weil hier fühlen die sich halt wohl. Das weiß ich, der pinke Pfeffer gibt mir 22 Gold. 22 Diamanten, wenn ich den normal abfarme. So, wenn ich den pinken Pfeffer mit Bonus abgefarmt habe, gibt er mir 28 Diamanten. Und das ist ungefähr, ja, so knapp 40% müsste das sein. Ich habe es nicht genau auf den genauen Prozent ausgerechnet, müsste ich eigentlich mal machen. Aber so Pi mal Daumen sind das so 40%. So als kleiner Fun Fact. Jo, wie man sieht hier, mehr Streichelzoo, wie der Justin schon mal sagte, mehr Streichelzoo als Farm. Hat er nicht Unrecht. Dann habe ich hier noch ein paar Hirsche gebaut, mit ein paar, natürlich hier dann noch mit Dingsbums, weil der Weg schon gebaut war. Musste ich hier doch einen Zaun reinstellen, aber dafür haben die ein paar Bäume bekommen. Hier daneben sind noch mal ein paar Hühnchen. Die werden, wie gesagt, das wird natürlich alles von mir auch noch gefüttert. So, wo ist denn hier der Eingang hier? Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, das Let's Show hier zu machen. Und dann einfach nur noch, wie heißt's? Einfach nur noch hier diese Wege entlang zu gehen. Müsste aber klappen, ich habe da drauf geachtet. So, hier runter geht's zu den Hirschen. Beziehungsweise zu den Darmhirsch. Daher kommt auch das Pokémon Damirplex. Die Darmhirsche haben auch solche komischen Geweihe. Ich dachte schon, warum ist denn hier, das ist ein Hirsch und kein irgendwie, warum hat das denn so ein komisches Geweih? Aber da hat sich Game Freak doch mal ein bisschen an die Realität gehalten, für die Pokémon-Fans unter euch. Jo, die Hirsche, den habe ich hier wirklich gemütlich gemacht, mit so vielen Bäumen, wie es geht. Und die sind auch glücklich und happy und machen, was sie wollen. Ja, aber an sich geht es hier allen Tieren eigentlich gut. Hier habe ich angefangen, die Gehege ein bisschen größer zu machen. Und das sieht auch schon mal wesentlich besser aus. Vor allem auch jetzt die Gehege mit Stellen zu versehen. Ja, so sieht es dann aus. Da kann ich dann an der Seite noch ein paar Dekorationstitel reinmachen. Hier kann ich das Gras dann niedermähen. Und dann haben die auch Platz. Das ist natürlich bei Pferden immer sehr, sehr gut. Vor allem, weil die Pferde auch dementsprechend auch Platz brauchen. Bei diesen Schweinen habe ich das noch nicht gemacht. Die waren dafür zu früh für diese Idee. Aber ich fing dann halt ab hier sozusagen damit an. So, diese Pferde haben hier auch normale, eigentlich wollte ich denen hier da hinten kein Wasser geben, weil die ja hier schon Anbindung haben. Aber tut halt nicht weh. Also den Friesen hier geht's auch gut. Die haben auch wesentlich mehr Platz, mehr Auslauf. So, haben Wasser, haben was zu essen, haben Platz. Und wenn es denen nicht reicht, können sie ja nur an der Hecke knabbern. Die Ziegen habe ich jetzt nicht so stark versehen mit Zeug, weil es einfach gereicht hat. Hier haben sie genug Wasser, da haben sie was zu essen und Auslauf haben sie auch genug und haben aber noch ein Bäumchen bekommen. Das schickt. So, dann haben wir hier noch diese Rehe und die Rehe habe ich natürlich auch mit Bäumen versehen. Einfach weil das Waldtiere sind und ich schon so ein leichtes heimisches Feeling haben wollte. Da ich mir aber nicht vorstellen konnte, diese Rehe mit Laubbäumen zu versehen, habe ich halt hier Zypressen und Tannenbäume genommen. Weil ich finde, das passt einfach besser zu denen. Das hätte vielleicht zu den Rentieren besser passen sollen. Aber naja, der Wille ist da. So, dann haben wir hier noch ein paar Hopplers. Die habe ich hier vorne auch mit ein bisschen mehr Platz versehen, aber ich glaube, das ist den Hopplers scheißegal. Und ja, da sieht man auch im Hintergrund, was sich da sonst noch geändert hat. Ich hatte ja unten so ein riesiges Feld. Wie gesagt, die Hopplers hier haben auch kein Wasser, weil die auch einfach Anbindung an diesen natürlichen Fluss haben. Warum soll ich dann eine Wasserdruckstelle bauen, wenn die da hier so einen kleinen Fluss haben, wo sie draus trinken können? Also denen mangelt es an nichts, ne? Darf man nicht vergessen. Die haben alles, was sie brauchen. So. Hier noch die Alpakas, die brauchen nicht ganz so viel Platz, glaube ich zumindest. Ich kenne mich mit den Tieren im Real Life nicht so aus. Haben aber auch alles, was sie brauchen. Diese Esel habe ich jetzt ein bisschen enger gehalten. Erstens, weil kein Platz war. Zweitens, weil wenn sie wirklich Platz brauchen, können sie hier noch bei den Tieren baden. Bis jetzt wurde noch kein Esel gebissen. Unser Justin, unser kleiner schwanzwedelnde Justin, der ist ja auch die ganze Zeit dabei und spielt mit den Hammerhain. Also die Tiere haben alle zu essen, den Tieren geht es allen gut und somit müssen die sich nicht gegenseitig beißen. So,
Hier haben wir noch ein weiteres Gehege. Die stehen alle so ein bisschen zusammen. Ja gut, Sommer. Da hat man... Hat man normalerweise Auslauf, hä? Verteilt euch doch mal! Meine Güte, hier, ich habe euch so viel Platz gemacht. So, besser. Hier hinten sieht man auch schon, ich habe die Dingsbums ordentlich geändert, aber dazu kommen wir dann später. Erstmal die Tiere fertig machen. Das gleiche habe ich mit den anderen Hinos gemacht, mit den Blue State Hinos. Na, natürlich tut hin. Ja, die haben ja auch ein bisschen was abgekriegt. So, den Murren geht's hier eigentlich auch ganz gut. Jo. Die Entchen hier auf dieser Insel sollten eigentlich mal umziehen. Aber ich habe dann nochmal im Stream gefragt, wie sieht's aus. Aber eigentlich geht's ihnen gut, ne? Die haben hier ihre Ruhe, die können sich hier entfalten, die haben eine komplette Insel für sich. Ich habe denen sogar einen Drachen spendiert, also besser kann es dir nicht gehen. So. Jetzt haben wir die Tiere schon mal alle. Diese hier, diese Dingsbums. Dieses Nemo-Becken ist natürlich mit drin. Dann haben wir hier, wie lange bin ich denn schon mal am Aufnehmen? Ja, 20 Minuten, das passt schon. Gestern im Stream habe ich dann der Hino hier so ein kleines Grundstück gebaut. Das gefällt ihr auch, das ist auch so abgesegnet. Das passt. Kümmert sich hier um den Fisch. Hier kann sie ein bisschen, sich hinsetzen. Das Haus kann man nicht betreten, das ist nur so ein Style-Element. Aber warum nicht? Ja? Schön, schön gemacht. Ja, ich wollte da nicht zu viel, ich hätte noch mehr reinstellen können, aber ich wollte nicht zu viel reinstellen. Schickt ja, er hat Holz, er hat Bäume, wenn das Holz leer wird, er hat Blumen, er hat, sie ist hier für, das ist eine Windpumpe, sie ist hier für Wasser und für Strom zuständig. Vielleicht kann ich hier noch ein zweites Grundstück hinbauen, wo dann Nachbar drin steht, der dann zum Beispiel mit einem Futtersilo oder so irgendwie los ist. Für was anderes zuständig ist. So, was zeige ich denn als nächstes? Ich zeige hier unten diesen Park. Ja, ich habe hier ein kleines... Ich habe hier angefangen, Themenparks zu bauen. Hier so einen kleinen Campingwagen mit Grill, mit zwei Gattenzwergen. Mehr braucht der Campingmann auch nicht. Hier ist ein kleiner Strand, aber das ist kein gewöhnlicher Strand. Das ist ein Piratenstrand mit versteckter Schatztruhe. Und hier kann man dann auch dementsprechend rein. Das habe ich auch innen drin so ein bisschen eingerichtet. Ich habe es versucht, so ein bisschen das Thema nicht zu verfehlen. Ja, es ist halt immer schwierig, weil du hast halt nicht für alles themenbedingte Sachen. Ja, ist ja gut, Justin. Aber ich hoffe zumindest, dass es hier schon so ein bisschen altertümlich und ein bisschen pirateristisch wird. Ja, Wärme, hier so ein Heizstrahler. Einen Heizkörper wollte ich hier jetzt nicht reinhauen. Hier ist die Wohnkoje, also Gemeinschaftsraum. Hier ist die Küche natürlich. Das Bad, da kann man natürlich kein hochmodernes Bad reinhauen, weil Piraten haben es halt nicht so. Waschbecken, Scheißhaus. Da sind die Augen, da sind verschiedene Augenklappen drin. Und halt hier so ein Kackbad, so eine Kackbadewanne. Das sind ja keine Süßwassermatrosen. Hier ist die Schlafkoje, kann man sich reinlegen. Ein paar Schatzkarten drin, wie sie hier Piratenoutfits drin und hier eine Luke, falls gekentert wird. Ja, das passt so. So, da habe ich mir auch gedacht, weniger ist mehr. Und da das so vom Dingsbums her so ein bisschen passt, von der Zeit her, ja, habe ich hier an der Seite auch gleich einen kleinen Mittelalter-Themenpark gebaut. Mit einer Burg, einem Bogenschießstand, hier Jurys, wo man sich reinsetzt. Wo man sich reinsetzen kann. Da können sich die Prinzessinnen und Könige und Grafen reinsetzen. Das habe ich gestern nochmal frisch gebaut. Hier so eine kleine, Bahn. Das habe ich mir auch bei jemandem abgekupfert. Ich habe es gesehen, fand es cool. Wo hier diese Turnierreiter halt mit Lanzen aufeinander rennen können. Hier für Bogenschützen. Natürlich auch noch zwei Pferde, die dürfen im Mittelalter nicht fehlen. Kannst du sagen, was du willst, aber hier so ein, zwei Pferde müssen schon da sein. Allein für das Turnierreiten. Dixi-Klo außerhalb von der Burg natürlich. Echte Ritter gehen nicht in der Burg ins Bad, aber das ist ja auch ein bisschen Tourismus. Von daher, ja, willkommen in meiner Ritterburg. Küche habe ich ein bisschen moderner gehalten, weil alles andere hat halt von der
Farbgebung her nicht so reingepasst. Hier habe ich dann doch einen richtigen Heizkörper genommen. Hier haben wir das Bad. Ist vielleicht ein bisschen protzig gebaut, aber wie gesagt, hier haust ja auch nicht irgendwie so ein Gammelpirat oder so, sondern auch ein König, und auch der muss die Wäsche waschen und trocknen und braucht einen Wäschekorb. Dann hat man hier noch hier den Gemeinschaftsraum, den habe ich absichtlich so ein bisschen leer gelassen, damit man ein bisschen Platz zum Tanzen hat, wenn der eine auf dem Klavier rumklimpert. Sind ja etwas, eine etwas modernere Burg, deswegen hat die auch hier schon Fernseher, ein paar Pflanzen und hier so eine Katzen, so eine Kitty-Uhr. Das ist natürlich ein bisschen schön gestaltet, das Schlafzimmer natürlich für die Königin und für die König oder für den Grafen, für die Gräfin. Die Königin hat dann hier noch einen Ganzheitsspiegel. Der spiegelt natürlich nicht, das ist schade. Hat hier ein bisschen Lampenfeeling, das ist alles super. Hier haben sie ihre Kleider, und damit der Graf nicht fett wird, muss der noch mal ein bisschen rumlaufen. Justin! Jawohl! So, hier träumt der natürlich vom Schatz, aber hätte vielleicht ins Piratenversteck gepasst, aber das Piratenversteck hat schon die Schatzkarte. Deswegen, ja, ist vielleicht nicht perfekt, aber ist zumindest halbwegs getroffen, hoffe ich. Hier ist meine Bienenfarm, die muss ich auch noch abgrasen. Das sind genau 20 Bienenstöcke. Da bin ich aber noch am Überlegen, ob die vielleicht umziehen. Weil das nächste Bauprojekt ist vielleicht ein Blumenpark, den habe ich jetzt gar nicht. Und dieser Blumenpark, ich finde, da gehören einfach auch Insekten dazu, allein damit die Bestäubung und die Vegetation einfach, weil die Bestäubung und die Vegetation einfach über Insekten läuft. Und daher war es, da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt einen Blumenpark baue, entweder hier in der Nähe oder ich verteile diese Bienenstöcke dementsprechend, so dass alles beisammen ist. Und da gibt es auch zwei Ideen, wie ich den Blumenpark mache, entweder so mit Steinplattenweg oder mit Blumenweg. Oder mit Fischweg und so ein Kram. Aber das hatten wir ja im Dingsbum schon besprochen. Hier diese sinnlos dahergeklatschten Blumen aus dem ersten Let's Show, die habe ich jetzt einfach mal weggelassen, falls die überhaupt schon zu sehen sind. So. Was gibt's noch zu zeigen? Na, weißt du was, da wir schon gerade bei Themenpark sind, würde ich sagen, mache ich doch gleich weiter. Und zeig euch den nächsten Themenpark. Diesen Bereich haben wir jetzt, den mittleren Bereich sozusagen, haben wir jetzt komplett abgegrast. Das war im Stream auch eine schöne Arbeit hier. Hinter der Hino hat der Zuschauer Justin, nicht mein Hund, sondern der Zuschauer Justin, seinen kleinen Privatstrand sozusagen. Er ist als Bademeister tätig und auch hat auch die Verantwortung, den Leuchtturm zu werten. Hat aber natürlich von mir auch hier ein Haus bekommen, ist aber auch hier als Rettungsschwimmer sehr tätig mit Bushaltestelle. Ist aber auch nur ein Dingsbums. Ein Dekorationsobjekt. Ansonsten hier, wie es sich halt für den Strand gehört, eine Dusche. Hier eine kleine Hundehütte für unseren Justin. Der Kleine hat sich's einfach verdient. Hier kann man sich an den Strand setzen. Hier kann man sich ans Badetuch legen. Hier hat man noch einen Hotdog-Stand, hat noch eine Strandbar. Hat noch ein Toilettenhäuschen, zwei Stück. Eisstand. Ja. Und man kann hier Ball spielen. Ball spielen, Justin. Hol den Ball, los. Sollst du den Ball holen? Da, hol den Ball. Nee, na gut, will er nicht. Gut, hat mir das Dingsbums-Jubiläumsdeck geholt. Das ist mein kleiner, keine Angst, die Bälle kommen wieder. Tschüss, ab in den Wald. Das ist halt hier so ein kleines Jahrmarkt-DLC. Dann kann man sich so einen kleinen Jahrmarkt bauen. Mit Kettenkarussell, Schaukelpferdkarussell, Riesenrad. Hier so einen kleinen Schwanteich. Regenbogen, Einhorn, Pups, Schaukelpferde, hau den Lukas. Boom! Und ja, ein zweites Riesenrad. Aber so richtig viel Aussicht kriegt man halt hier leider nicht. Aber man kann zumindest den gesamten Jahrmarkt begehen. Unser Charakter ist natürlich Superman. Kann vom Riesenrad runterspringen.
das Zirkuszelt habe ich noch nicht eingerichtet. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Das muss ich noch machen. Das mache ich immer so Stück für Stück. So in jedem Stream oder in jedem zweiten Stream, wenn ich das Spiel spiele, vielleicht ein Haus mit den Leuten zusammen einrichten. Das ist dann schon ganz gut. Hier hinten, das habe ich schon mal so ein bisschen eingerichtet. Das will ich so ein bisschen mobil einrichten. So, das Nötigste hier, die Arbeitssachen, die werden verteilt. Vielleicht noch ein Bad, aber da das ja halt ein Clownszelt ist. Zum Beispiel würde ich halt gerne hier bei einem Kleiderkoffer bleiben. Oder bei Sachen, die halt schnell abbaubar sind. Einfach um das Thema zu sehen, weil ein Jahrmarkt ist ja auch nicht immer irgendwo, sondern die sind ja auch wandelnde Leute. Und ja, dazu gehört natürlich auch so ein paar besondere Tiere. Wie zum Beispiel ein Pferd, ein Esel und ein Strauß. Die haben jetzt ein bisschen wenig Platz, aber bei Zoo, bei Rummelmärkten oder bei Jahrmärkten ist das halt nun mal so. So, dann haben wir das. Ich habe diese Felder hier unten, die habe ich ja schon die ganze Zeit so gehabt, aber ich habe sie ein bisschen umgebaut. Ich mache das jetzt kurz, weil wir sonst erstens in die Zeit springen und zweitens macht es halt keinen Sinn, alles permanent zu gucken. Ja, ich renne da jetzt durch und sage einfach was. So, auf der linken Seite, das sind jeweils 15 Felder, also 5 mal hier so ein Dreierfeld, also sprich 15, 30, 60, 90, also 90 Felder. Sind die breit, links und rechts immer das gleiche, deswegen könnt ihr euch eigentlich sehen, so viele Scheunen musste ich halt bauen und Getreidesilos, damit ich halt eine gewisse Art von Lagerkapazität mir aufbauen kann. Zwischendurch noch mal eine Tankstation, weil man die einfach braucht, wenn man abgrast. Hier noch ein Bäcker, weil da unten wird sowieso in der Regel nur Feld angebaut. Das geht jetzt natürlich hier oben links bis links in die Ecke durch. Hier können wir nochmal reingucken. Dieses Haus habe ich nicht gestaltet. Dieses Haus hat die Conchi gemacht. Im Frohes Neues und Grüße gehen hier nochmal raus. Hat sich sehr viel Mühe gegeben. Doch, muss ich sagen. Ist schön. Ich kann nicht in die Dusche. Ich kann sie nur anmachen. Wie doof ist das denn? Die Waschmaschine ist an. Cool. Nee, ist der Trockner. Ja, Conchi. Trockner, aber keine Waschmaschine. Naja, dann hier kann man nochmal ein Ei legen. Und so wie es sich gehört, natürlich auch nochmal sich nochmal waschen. Hände waschen. Super. Sehe ich gut aus? Ich kann weiter. Perfekt. Ja, das ist die Küche von der Conchi. Ist auch sehr, sehr schön. Das Wohnzimmer. Pinker Sofa ist vielleicht nicht so mein Geschmack, aber es ist in Ordnung. Ich habe ihr das Haus ja gegeben. Das kann sie einrichten, wie sie will. Hat sie auch sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Jetzt kommt das kitschigste Zimmer überhaupt. Ich weiß nicht, ob sie sich das wirklich so eingerichtet hat, weil sie das so möchte. Oh, dieser Schweineteppich. Dieser Blick ist einfach so typisch Conchi, so nach dem Motto, dein Fehler war es, mich das einrichten zu lassen. Ist aber schön geworden. Ja, ist vielleicht nicht so mein Geschmack, aber ja, für ein Mädchen hat das was. Schon schön geworden, auf jeden Fall. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Schön gemacht, gefällt mir. So, ansonsten geht es hier halt immer weiter. Ich habe die Scheunen so ein bisschen willkürlich geschaltet. Hier habe ich ein Lagerhaus geschaltet. Dieses Lagerhaus beinhaltet pro Level hast du plus 50 auf deine Lagerkapazität, auf alles. Das bedeutet, durch das Lagerhaus kriege ich... Das Lagerhaus ist auf Level 21. Das bedeutet 21 mal 50... Das sind ungefähr 1050 Lagerplatzkapazität von allem. Allein nur durch dieses Lagerhaus. Da sind schon einige Scheunen weniger. So, mein nächstes Ziel ist es natürlich, hier alle Felder mit diesen Sprinklern zu versehen. Alles, was angebaut wird. Hier ist wirklich dann die Farmecke. Das, was neu dazugekommen ist, sind diese Felder vom letzten Let's Show. Die habe ich jetzt auch nur gemacht, weil ich da einfach... Ja, ganz gerne mal größere Sachen anernte. Und passt auch so. Hier hinten, diese Ecke ist noch nicht umgebaut oder beziehungsweise noch nicht wirklich dran. Das ist so der Questbereich. Ich hole mir dann immer so eine Quest, die halt zum Beispiel extrem viel gibt. Kann man sich holen. Hier zum Beispiel ein Hoch auf das Brautpaar. Dann pflanze ich so viele Pflanzen, wie ich brauche, um die Quest zu erfüllen, damit ich von diesen Orden... Also von diesen Medaillen genug bekomme. Das mache ich so lange, bis ich meine Felder hier unten alle mit... Ja, das ernte ich später ab. Das mache ich jetzt nicht im Let's Show, sonst wird das einfach den zeitlichen Rahmen sprengen.
Bis ich einfach all meine Felder mit diesen Sprinklern versehen habe. Wie viel habe ich denn? 10 Stück. Das passt nicht ganz, aber... Ja, passt schon. So, machen wir das so. Und so. Und hier, oh doch, das passt super. So, dann muss ich hier nämlich nicht mehr gießen und die Feldfrüchte, die werden dann einfach hier von 9 Stunden auf 4 Stunden direkt rüber. Perfekt. So. Ja, wie gesagt, das sieht halt wirklich immer gleich aus. Den Rest haben wir ja schon größtenteils gesehen. Ihr habt sicherlich gemerkt, wenn ihr das Inventar von mir unten oder meine Kapazitäten von der Farm unten betrachtet, dass es durchaus auch diese Regenbogen, diese Arkanpferde waren auch sehr geil. Das war eine Belohnung von einem Event. Die geben hier, die lohnen sich sehr, also gerade die Arkanpferde, die geben Gold. Die geben jeweils ein Goldbrocken. Ich farm die auch ganz gerne mit einem Bonus ab. Dann geben die nämlich 2 Gold-Nugget-Einheiten. XP geben die und Dingsbums und Diamanten. Vorher musstest du aber die Frostpferde noch einsetzen. Die geben nur Diamanten. Ja, was heißt nur? Ist auch in Ordnung, ja. Und als erstes, was du da noch kriegen konntest, waren diese flammenden Pferde. Die sind schön, weil die auch abends so ein bisschen auch abends sehr schön leuchten. Die geben die Hälfte an Diamanten. Also die haben sie auch schon in der Quest so abgestuft. Erst die hier, wenn du von denen 50 oder 100 hast, dann von den Frostpferden, dann konntest du die Frostpferde bauen und irgendwann konntest du die Arkanpferde freischalten. Sehr schön, sehr schön. So, hier unten ist halt meine Obstfarm. Da habe ich das Themengebiet gemacht. Ich habe auch alle Landarbeiter gebaut. Also was man gebäudemäßig braucht, um irgendwas zu steigern. Habe ich alles. Ölpumpe habe ich 1 von 1. Landarbeitergewerkschaft habe ich 1 zu 1. Du brauchst diese oben rechts, diese goldenen Gutscheine sozusagen, brauchst du, um Landarbeiter zu bezahlen. Damit die halt, keine Ahnung, die fressen 6 von diesen Gutscheinen und arbeiten dann eine Stunde in einem gewissen Feld für dich. Das erkläre ich gleich nochmal. Und mit dieser Landarbeitergewerkschaft, du kannst insgesamt 15 Landarbeiter bauen. Die sieht man auch hier. Diese hellblauen Punkte auf der Map oben rechts, wo der Obstgarten jetzt ist, das sind die Landarbeiter. Wenn du denen eine Stunde gibst, dann arbeiten die eine Stunde für dich, aber auch aktiv. Wenn sie nicht arbeiten, müssen sie auch nicht bezahlt werden. Hier die Fruchtpressen, da habe ich 11 Stück gebaut. Da gehe ich immer ganz gerne hin. Dann hau die durch. Wenn ich 10, dann habe ich 11 Marmeladen und hier kann ich 10 Marmeladeteile gegen einen von diesen Orden eintauschen. Baumschule ist auch ganz nett. Steigert den Ertrag von den Bäumen. Wollte ich ja nochmal zeigen hier. Landarbeitergewehr, Lagerhaus 1 von 1. Kedemann habe ich gebaut. Baumschule habe ich 1 von 1 gebaut. Teichfiltersystem erhöht den Ertrag beim Ernten von Fischteichen, von Bäumen. Blumen, Feldfrüchte, Tiere habe ich natürlich alles einmal gebaut. Das war nicht einfach. Und hier solche Sachen muss ich auch noch bauen. Aber größtenteils habe ich alles, was ich brauche. So. Ich habe es mit den Dingern hier ein bisschen übertrieben. Hier 2x 6 Reihen und Dingsbums. Wenn du auf so einen Landarbeiter klickst, siehst du dieses gelb umrandete Feld. Dieses Feld ist das, was der Farmhelfer aberntet. Also wenn die Bäume frisch sind, dann sammeln die für mich automatisch ein. Das geht auch hier. Also das sieht man dann auch. Überall, wo jetzt abgeerntet ist, da sind die Farmhelfer zuständig für. Ja. Das Problem ist, du kannst nur von den Farmhelfern 15 bauen und habe ich schon. Ja, da ich die Farmfelder hier so groß gemacht habe und jeder Farmhelfer nur 2 Baumarten abgrast, konnte ich nicht alle abernten lassen. Das war vielleicht ein bisschen blöd gedacht von mir, aber es läuft eigentlich ganz gut. Wenn ich irgendwas Besonderes brauche, dann ist es so egal, ist es okay. Ansonsten ernten die genau das ab, was ich brauche. Also die sorgen eigentlich immer dafür, dass ich genug Obst habe. So, das sind diese hohlen Bäume. Diese Bäume gab es zu einem Halloween-Event.
Die Gewürzbäume, die ich eben abgeerntet habe, die sind besonders, weil die nämlich... Die kosten 5. 5 Orden. Ja. Das hier sind Eventbäume hier, diese Süßigkeitenbäume, diese Weihnachtsbäume sozusagen. Hätten sie auch Weihnachtsbäume nennen können. Ja, damit habe ich dann so ultra hässliche Sachen freigeschaltet wie ein Weihnachtsoutfit. Boah, nee, ey. So einen hässlichen Weihnachtspullover. Ekelhaft. Ja, ansonsten habe ich hier nicht viel, ne? Wenn ich jetzt hier unten rechts hingehe, ist noch alles unbebaut. Das war's auch mit heute von der vom Let's Show. Ich habe alles gezeigt, was ich kann, was ich brauche. Dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Könnt gerne einen Kommentar abgeben. Das würde mich super freuen. Ja, ist jetzt doch knappes Stündchen geworden. Ah, 40 Minuten, das ist noch in Ordnung. Ich werde demnächst auch weiterbauen. Und die nächsten Let's Shows werden dementsprechend dann auch kürzer. Da werde ich auch mal ein bisschen vorarbeiten und mir das vorherige Let's Show selbst nochmal angucken. Und dann weiß ich, was ich schon gezeigt habe, was ich noch nicht zeige. Noch nicht gezeigt habe, ja? Also bis dahin. Macht's gut von mir und Justin. Haltet die Ohren steif und immer positiv denken. Also dann. Ciao.